Nicht wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele die Xarina Kassier, meine Lieblingssurviverin, denn sie hat einen neuen Pullover bekommen. Einen Winterpullover hinten drauf, so ein schöner ist der Pyramidenkopf. Hinten drauf schöner Kaffee. Das gefällt mir sehr gut. Vorne drauf eine Kamera. Man hat den Pullover mit dem Code SnapSnap bekommen. Und ich wollte euch außerdem mein neues Lieblings-Perk-Bild zeigen. Innere Kraft gemeinsam mit schnell und leise, sodass ich mich schnell und leise selbst in einem Schrank heilen kann. Sobald ich einmal ein Totem mir gesnackt habe, kann ich das dann einmal. Das sind die beiden Perks oben und rechts. Und unten das Perk von Nia, städtische Umgehung, damit kann ich schneller kriechen. Und links ist das neue Perk von der Elodie, Betäuschung, damit kann ich einmal im Schrank vorbeirennen und ihn knallen lassen. Was effektiv bedeutet, dass ich in der Jagd einmal den Schrank knallen lasse und hoffe, dass der Killerlauf drauf reinfällt. Und dann weitergehe und wenn ich verletzt sein sollte, schnell und leise in den nächsten Schrank reinspringe. So, wir haben einen Mori in der Runde dabei. Ich möchte dieses Totem wegnehmen. Vielen Dank. Genau. Ein Mori. Und die Moris, die wurden ja genervt. Also, die wurden so verbessert, dass sie eher zugunsten der Survivor sind. Das bedeutet, dass First-Hook-Moris nicht mehr möglich sind, sondern der Killer nur noch nach dem zweiten Mal aufhängen. Morien kann. Und nicht mehr nach dem ersten Mal. Ich weiß nicht, ob das schon geändert wurde oder... Ja, okay, dann mache ich lieber den Generator dort hinten. Ja, das hat sich auch jemand anderes schon gedacht. Ja, und ich muss noch Haken sabotieren. Ehrlich gesagt bin ich aber dadurch, dass das Mori drin ist, ein wenig nervös. Weswegen ich jetzt nicht hinterhergerannt bin, um das zu tun. Da wurde schon gerettet. Gut. Die sind ziemlich fix mit dem Retten. Hier und dort. Da hinten der müsste jetzt gemacht werden. Oh. Ja, ich finde es total schön, dass sie diesen Pullover jetzt gratis gekriegt hat, weil sie noch nicht so viele Outfits als Auswahl hat. Ich gehe mal nicht weiter. Wo ist der Haken? Wo bringt er sie hin? Nee, da ist... Ah, oh, das kriege ich nicht hin. Okay. Ja, retten aber nicht heilen, oder was? Haben wir einen Anti-Mate in der Runde? Oder was war gerade ihr Problem? So, ich nutze meinen Kasten mal, um den Gen hier durchzuziehen. Das war knapp, da hätte ich fast den Fähigkeitscheck rausgehauen. Fußkäfig.
dort. Na gut. Ich frage mich, warum als Pyramidenkopf man ein Mori mitnimmt. Denn schließlich kann man doch sowieso, das ist doch seine Fähigkeit, Morin, wenn man genug Leute aufgehangen hat. Kommt hier hin. Das ist es mir wert, sorry. Ja, es ist auch dringend, da hast du recht. War ganz schön toxisch von mir, ne? Da vorne ist direkt ein Haken. Tja, und die rennen irgendwie ein bisschen kopflos durch die Gegend. Aber er ist auch noch hier. David King. Bitte fahr mich nicht ab. Oh Mann, ey. Was bringt uns das? Kannst du mir das sagen? Der hat einen Mori dabei. Was soll die Kacke? Ja. Drei Sekunden lang keine Kratzspuren. Und keinen zweiten. Nein! Ich kann mich selber heilen. Danke. So. Sag mal, geht's dir gut? Du hast meine scheiß Heilung unterbrochen. Hat sie nicht, alles gut. Geh ich schnell und leise in den Schrank und die knallt einfach die Tür nochmal nach. Die ist wirklich ein Anti-Mate, kann das sein? Krass. Ja, weil der Killer kriegt ja eine Benachrichtigung, wenn jemand die Tür aufmacht, während man da noch drin ist. So, jetzt kann er ihn nämlich morien. Macht er das gar nicht? Zurückgesetzt schon. Ich gehe mal hier durch und snack mir noch schnell das Totem. Der wird gemorit. Also ich habe immer noch einen Herzschlag. Herzschlag 3000 hier. Gut, die... Ich weiß nicht genau, ob das fängbar. Aber ehrlich gesagt habe ich keine große Lust, ihr zu helfen. Was man nicht alles tut, ne? Er ist jetzt auf jeden Fall tot.
Hier ist das Tor, renn mal vor. Soll ich dich nochmal heilen kurz? Komm, wir gehen durch. Okay, das war eine ganz gute Runde. Ich glaube, Ablenkung hat mal wieder nicht funktioniert. Schnell und leise durfte ich ja nicht benutzen. Da hatte Feng ja etwas gegen. Aber es ist trotzdem ganz okay gewesen. Puh, kein Mal schillernd dabei. Aber ich habe immer noch ein Pip bekommen. Ja, eine von den beiden war das hier unten. Die hat sich auf jeden Fall einen Spaß daraus gemacht, würde ich mal sagen. Weil sie wird es ja nicht wissen. So. Aber was soll's, brauche ich mich gar nicht drüber ärgern. Ich habe gut Punkte gemacht. Der David, der sehr hilfsbereit war, ist auch rausgekommen. War eine ganz gute Runde. Also GG, bis zum nächsten Mal.